Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in den vergangenen Tagen haben sich viele zu Wort gemeldet, die davor warnten, die Ereignisse in Thüringen zu hoch zu hängen. Berlin sei nicht Weimar, hat Heinrich August Winkler gesagt. Die Wahl von Herrn Kemmerich sei doch ein Ausrutscher. Die AfD sei eine demokratische Partei, die ein Viertel der Wählerschaft repräsentiere dort. Dazu will ich gerne Richard von Weizsäcker zitieren, den Bundespräsidenten, der immer gesagt hat, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie wiederholt ihre Lehren. Das ist ein kluger Satz, der sich lohnt, ihn in Erinnerung zu behalten, denn die Geschichte lehrt, Demokratien gehen selten mit einem lauten Knall unter, sondern sie sterben schleichend, weil sie nicht wehrhaft genug sind und weil sie Dinge ignorieren, denen sie sich widmen sollten. Und zwei Dinge sind für die Sozialdemokraten glasklar. Erstens, man kooperiert nicht mit Rechtsradikalen, niemals und nirgendwo. Und zweitens, bei allen notwendigen Wettstreit zwischen den demokratischen Parteien, es vereint uns mehr, als uns trennt. Und was uns eint, ist die entschiedene Ablehnung der Demokratiefeinde von rechts. Ich kann zu weiten Teilen Ihrer Rede zustimmen, Herr Kollege Koch, und bedanke mich dafür hier an dieser Stelle. Nach Thüringen ist jetzt Panik fehl am Platze, aber eben auch falsche Beschwichtigung. Darum gehört das Thema heute auch in die Aktuelle Stunde. Es ist ein gutes Zeichen, ein starkes Zeichen, dass die demokratischen Parteien das gemeinsam hier tun. Man muss ja eins sehen, die AfD hat sich von einer Anti-Euro-Partei hin entwickelt bis zum parlamentarischen Arm rechter Demokratiefeinde und Nationalisten, von Reichsbürgern bis Pegida, von Rechtsradikalen bis Neonazis. Und wenn Herr Höcke heute den Umsturz herbeischreit und behauptet, die Demokratie befinde sich in ihrem letzten Degenerationsstadium, nur ein Führer könne als alleiniger Inhaber der Staatsmacht ein zerrüttetes Gemeinwesen wieder in Ordnung bringen, dann ist das faschistisches Gedankengut in Reinkultur, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn Herr Gauland sagt, Herr Höcke sei die Mitte der Partei, dann fürchte ich, hat er damit einmal mehr recht. Dann zeigt das nämlich, wo wir sind. Und wer heute noch in dieser Partei aktiv ist, auch erst recht als Mandatsträger, der teilt dieses Gedankengut oder billigt es zumindest, dann macht es keinen Unterschied, und das gilt auch für die Provinzausgabe hier im Landtag und die Ex-Parteivorsitzende, das ist nicht vereinbar mit der Werteordnung unseres Grundgesetzes, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und was den Wählerwillen angeht, will ich sagen, nicht jede Partei, die demokratisch gewählt wird, ist auch demokratisch. Da gibt es einen gravierenden Unterschied und man muss sich vor Augen halten, was da in Thüringen passiert ist. Frau Merkel nannte das unverzeihlichen Fehler, Dammbruch, Sündenfall. Man kann es auch ohne Umschreibung benennen, CDU und FDP haben durch ihr Verhalten im Thüringer Landtag billigend in Kauf genommen, einer faschistischen Bewegung politische Macht zu geben. Das durfte nicht passieren. Da wurde übrigens auch niemand übermannt, wie ich gelesen habe. Es war kein Zufall, sondern eiskalte Planung von Rechtsradikalen, bei denen die konservativen Liberalen die Statisten gegeben haben. Sowas darf sich auf keinen Fall wiederholen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nicht in Thüringen, nicht im Bundestag und auch in keinem anderen Landtag und auch in keiner Kommunalvertretung. Der Konsens der Demokraten muss stärker sein als der kurzfristige Impuls für Machtgewinn oder Machterwerb. Und das soll nicht der Schwerpunkt dieser Rede sein, aber ich will schon darauf hinweisen, ich finde es auch nicht richtig, den sehr populären Demokraten Bodo Ramelow mit dem Faschisten Bernd Höcke gleichzusetzen, wie ich das teilweise lesen muss. Das finde ich nicht in Ordnung. Diese sogenannte Hufeisentheorie, ich bin selbst Politologe, muss ich sagen, das spricht eher für Denkfaulheit, als dass da irgendwas Richtiges dran wäre. Die Linkspartei ist eine Konkurrenzpartei, ich vermisse sie nicht in diesem Landtag, aber sie ist eine demokratische Partei, das unterscheidet sie von der AfD, die Demokratiefeinde sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und noch älter als unsere Demokratie ist der Irrglaube, man könne Faschisten einbinden oder faschistisches Gedankengut einhegen, indem man Rechte einbindet. Das hat noch niemals funktioniert. Und das wird auch nicht funktionieren. Lassen Sie mich dazu den Propagandachef der Nazis, Josef Goebbels, zitieren. Und man achte auf das Datum der Rede. April 1928. Da hat Josef Goebbels Folgendes gesagt. Ich zitiere Faschisten sonst nicht, aber ich tue das hier, weil ich glaube, das einem etwas lehrt. Er hat Folgendes gesagt. Wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit den eigenen Waffen zu versorgen. Wir werden Reichstagsabgeordnete, um die Weimarer Gesinnung mit ihrer eigenen Unterstützung lahmzulegen. Wenn die Demokratie so dumm ist, uns für diesen Bärendienst Freifahrtkarten und Diäten zu geben, so ist das ihre eigene Sache. Wir kommen weder als Freunde noch als Neutrale, wir kommen als Feinde. Wie der Wolf in die Schafherde einbricht, so kommen wir. Zitat Ende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, an diesen Worten, 5 Jahre vor der Machtergreifung, kann man sehen, was die Strategie von Demokratiefeinden ist. Und denen dürfen Demokraten niemals auf den Leim gehen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Und viel besser, als das ein Sozialdemokrat hier tun könnte, hat Ruprecht Polenz, der ehemalige CDU-Generalsekretär in Richtung der Konservativen, gesagt, was das heißt. Und er hat gesagt, die Konservativen haben besondere Verantwortung, die Abgrenzung gegenüber solchen Bewegungen deutlich zu machen, einen deutlichen Graben zu ziehen, damit jeder weiß, wo die Grenzen sind von konservativ und rechtsaußen. Wenn man in Kauf nimmt, dass man eine eigene Mehrheit nur mit Stimmen der AfD bekommt und den Weg dann trotzdem geht, dann stürzt die Brandmauer ein. Die Brandmauer, die wir dringend miteinander brauchen. Solche Manöver verwischen die Linien und sie zeigen, dass Rechtsextreme eben doch Einfluss haben. Und deswegen sage ich, auch die sogenannte Werteunion, der muss klar gemacht werden, dass sowas innerhalb der christlichen Demokratie keine Zukunft haben kann, meine sehr verehrten Damen und Herren, denn die macht sie kaputt. Und das wünschen wir uns übrigens als Konkurrenzpartei ausdrücklich nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich füge mal hinzu, auch die Spielereien, jetzt die Neuwahlen, die dringend notwendig sind, in Thüringen zu verschieben, die werden das Gegenteil erreichen. Die Klatsche fällt umso größer aus, wenn man das mit taktischen Manövern beschreibt. Also ich muss schon sagen, die Frau Lieberknecht ist ja nun keine Sozialdemokratin. Was ich da heute Morgen lese, das ist nicht besonders glücklich. Aber das müssen die Thüringen selber wissen. Was bleibt übrig von den letzten zwei Wochen? Bei aller Kritik auch im Verhalten von Liberalen in Thüringen und teilweise schwer erträglichen Äußerungen auch in diesem Land, will ich trotzdem sagen, die FDP gleichzusetzen mit der AfD, das ist falsch und das ist, erweist unserer Demokratie einen Bärendienst. Wir unterscheiden Demokraten grundsätzlich von rechten Hetzern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dabei sollten wir auch bleiben, bitteschön. Und uns ein noch etwas, was uns drastisch unterscheidet von den rechten Hetzrednern. Und ich habe es hier schon häufiger gesagt, ich sage es aber ausdrücklich nochmal nach der letzten Woche. Was wir demokratischen Parteien wissen ist, dass wir Gewalt ablehnen, egal von wem sie ausgeht, egal wie sie begründet wird, egal gegen wen sie sich richtet. Und in einer Woche, wo rechte Terrornetzwerke offengelegt worden sind, wo wir zurückgucken auf den Mord an Herrn Lübcke, auf die NSU, auf das Attentat in Halle und auf all diese Dinge, erkennen wir doch, dass die Gefahr in Deutschland wieder von rechts kommt. Dagegen müssen wir uns gemeinsam zur Wehr setzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es ist gut, dass der Verfassungsschutz die jetzt beobachtet. Er sollte das, finde ich, auch in Schleswig-Holstein tun. Und der beste Umgang mit Rechtsextremisten ist, sie wieder aus den Parlamenten herauszuwählen und dafür zu sorgen, dass sie keine Zukunft haben. Der Kollege Koch hat es zu Recht gesagt. Ich finde, wir sollten stolz darauf sein, dass es kein Land gibt, wo die Umfragewerte für diese Leute schlechter ist als hier. Das hat auch was mit uns zu tun. Und in Hamburg haben die Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, das erste Parlament wieder zu wählen, wo die nicht reinkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das sollten wir uns wünschen. Sie wissen, ich bin ein engagierter Anhänger von parteilichem Wettstreit demokratischer Parteien. Das bin ich wirklich und es tut über unsere Demokratie auch gut, wenn wir über den richtigen Weg streiten. Aber eins muss man klipp und klar sagen, wir sind Konkurrenten, manchmal sind wir auch Gegner der demokratischen Parteien. Aber der Feind sitzt rechts. Vielen herzlichen Dank.